Ihr könnt natürlich, um nochmal auf das andere Thema zurückzukommen, ihr könnt natürlich eure Meinung, eure Sichtweise sehr gerne in die Kommentare hauen, wenn ihr da Bock drauf habt. Wenn ihr es nicht habt, dann lasst es einfach bleiben, das ist auch okay. Ich werde jetzt halt erstmal ein bisschen Mindtest spielen, einfach zur Entspannung. Ich sehe das gerade so ein bisschen weniger kompliziert, schneller Zeit zusammen zu bekommen. Ja, das ist mit auch noch so ein Thema bei Anno dann, wenn ich diesen ganzen Spaß dann quasi mir den fünffachen Aufwand mache, kommt im Endeffekt weniger Zeit für mich bei rum, mit wesentlich mehr Arbeit, Aufwand, was dann halt auch eventuell dazu führen kann, dass ich nicht so häufig und regelmäßig Folgen haben werde. Insbesondere dann nicht, wenn ich halt zeitlich mit anderen Sachen eigentlich beschäftigt bin und ich mich eigentlich auch zeitlich mit anderen Sachen beschäftigen möchte. Und wie gesagt, also es kann gut sein, dass in absehbarer Zeit ich halt dann auch wirklich diverse andere Baustellen direkt vor mir habe, um die ich mich halt kümmern muss. Insofern, ja. Ist eh noch so ein bisschen die magische Frage, wie lange ich das hier mit diesem Spielen eh noch aufrechthalten kann. Weil mit dem Alter ja diverse unterschiedliche Verpflichtungen auf einen zukommen. Was auch immer das jetzt bedeuten mag. So. Wie auch immer, wir arbeiten hier auf jeden Fall weiter an dieser riesigen Baustelle. Ach, das ist übrigens auch noch so ein Thema, wo man natürlich sagen können, hey, eigentlich könnte ich ja auch diese Baustelle privat machen oder diese Baustelle einfach nur aufnehmen, unkommentiert, und dann später ein Beschleunigungs Dings reinhauen und quasi als Endformlied einfach nur das Ergebnis präsentieren. Und euch aber gar nicht so richtig, also man kann es ja beschleunigen oder halt euch die Ergebnisse vorführen, aber euch gar nicht so wirklich mitnehmen. Das wäre quasi auch so eine Möglichkeit, wo man halt sagen könnte, wäre für mich halt wieder. Ich persönlich hätte den Vorteil, dass ich nicht andauernd was labern muss, weil ich ja so ein unkommunikativer Mensch bin. Was für mich ein bisschen Druck rausnehmen würde. Also ich stelle das halt auf jeden Fall fest. Man spielt anders, wenn man. Ich denke, das sagen auch alle anderen Let's Player. Man spielt einfach anders, wenn man nebenher kommentieren muss. Und wenn man einfach die Klappe halten kann. Aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, es soll ja hier alles keine Einbahnstraße sein. Ihr dürft euch beteiligen, ihr dürft sagen, was ihr selber gerne sehen würdet. Ob ich das dann leiste oder nicht, das ist halt meine Entscheidung. Und wenn euch das nicht passt, dann was ihr dann damit anfängt, das ist eure Entscheidung. Diese Freiheiten, die hat ja jeder. Insofern. Ich persönlich für mich versuche halt quasi einfach so ein bisschen das Beste aus allem zu machen für mich, meine Gaming-Leidenschaft ein bisschen weiter am Leben zu erhalten und gleichzeitig aber mein normales privates Leben auch nicht zu kurz kommen zu lassen. Und wie gesagt, wenn ihr irgendwelche coolen Vorschläge habt, was ihr gerne sehen wollen würdet, ob ihr meint, hey, dieses mit dem Anno zum Beispiel, das zieht sich so ewig hin, das finden wir gar nicht gut. Dann könnt ihr das ja einfach mal loswerden und euch dazu ein bisschen äußern. Das ist ja alles kein Thema. Solange es in einem gesitteten Rahmen passiert. So. Oh, eigentlich bin ich gerade schon wieder am Denken, dass es so vielleicht gar nicht so blöd wäre. Ja. Kann ich quasi einfach nebenher laufen und dieses Weggeputzel nebenbei machen. Ist immer wieder schön, wenn man sich wieder daran erinnert, was man eigentlich damals für einen Blödsinn gemacht hat.
um diese stupide Tätigkeit ein bisschen zu beschleunigen. So. Ja. Nee, da würde ich jetzt ungern lang gehen. Das heißt, wir machen das jetzt wirklich so. Voll der Rhythmus. Das erinnert mich so an diese quasi Indianergedönse. Wo gehen die eigentlich alle hin? Ich frage mich gerade, wo die ganzen Steine hingehen. Ich müsste jetzt Steine einsammeln bis zum Abwinken. Oder nicht? Irgendwie habe ich den Eindruck, dass sie alle weg sind. Also ich meine, ich müsste jetzt Cobblestones bis zum Abwinken haben. Ich habe keinen mehr. Heißt es, ich mache die kaputt? Sorry. Tools. Note. All. Crafting. Ich bin gerade ein. Ich meine, mich stört. Ich bin mir noch nicht so wirklich sicher, ob es mich jetzt groß stört oder nicht, aber eigentlich hätte ich jetzt erwartet, dass ich die Steine krieg. Deswegen habe ich ja diese diese Stein Spitzhacke genommen. Jungs, aber das muss ich jetzt echt mal gucken. Wo ist mein Browser? Da ist mein Browser. Da muss ich jetzt übrigens mal eine Zeit aufschreiben, weil ich glaube, da hat man jetzt Dinge gesehen, die man nicht hätte sehen sollen. Wir sind bei 54. 20 ungefähr. Zensieren. So, Scheißzensur. Genau, so, ich bin jetzt hier gerade bei meinem Browser und dann würde ich gerne mal mein Test sagen. Und dann googeln wir mal bei mein Test ein bisschen. Features. So, und dann würde ich mal sagen, mein Test Cobblestone. Gibt es da nicht irgendwo eine Suche? Na gut, dann google ich halt mal nach mein Test Cobblestone. Stones. No. How to get Cobblestone Stones. Wäre normalerweise mein Test Wiki. Gut. Cobblestone, commonly abbreviated as cobble, is produced when stone is mined. It can be smelted back into stone by using a furnace. And it is mined when a wooden pickaxe or better. Notably, cobblestone
is in the stone group and inherits all properties and crafts from that group. It can be found naturally in dungeons, cobblestone near water, river water may slowly turn into mossy cobblestone. Genau. So kenne ich das. Deswegen bin ich gerade ein bisschen irritierend, dass ich wirklich null Cobblestone bekomme. Also ich meine, mich stört es jetzt gerade nicht, weil ich weiß ja eh nicht, wohin mit dem ganzen Schotter. Aber momentan ist es so ein bisschen... Ich meine, was wir jetzt natürlich machen könnten, wenn es eh gerade so ist. Können wir uns das Leben auch leichter machen? Ne, Kreativmodus. Ich habe gerade überlegt, habe ich den Kreativmodus an? Aber nee, Kreativmodus habe ich nicht an. Weil sonst würde ja nicht mal das passieren. Sonst würde ich ja einmal, also sonst würde ich ja nicht fünfmal hauen müssen. Sonst würde ich einmal antitschen und dann wäre schon alles erledigt. Und das ist jetzt auch gerade das, worüber ich gerade nachgedacht habe. Wir könnten uns jetzt natürlich, das ist wahrscheinlich einfach nur irgendeine Mod. Ich weiß auch gerade gar nicht, welche Version von Mindset ich gerade gespielt und welche auch gerade aktuell ist. So. 5,57. Gehen wir nochmal zum Mindtest. Mindtest, Mainpage. Version 5.0. Okay. Gut, dann würde ich nochmal dahin gehen. Alles klar. So, sorry für die Unterbrechung. Das war jetzt einfach aus meiner Sicht nötig. Weil ich halt einfach wirklich gar kein Cobblestone bekomme. Ob das jetzt ein Bug ist, ob das jetzt irgendwie mit meinen Mods zusammenhängt, ob sich da irgendwelche Mods gegenseitig aufheben, ich weiß es alles nicht. Ich würde jetzt auch ganz gerne mal die Reihe hier abtragen. So, dann hätten wir hier jetzt auf der Seite zumindest mal ein Niveau erreicht, dass wir sukzessive senken können. Und da drüben wollte ich ja eh noch ein bisschen... So. Den Wasserfall wollte ich ja eh mit Glas einkleiden. Das würde ich ja mit den Lavaströmen dann auch machen. Also, ich würde dann ja quasi sagen, Lavastrom um Lavastrom um Lavastrom, quasi ein Laberstrom. Bam, die Dam, die Dam. Dam, dam, dam. Dum, dum, dum. Ich finde es voll rhythmisch, dieses Geklopfe. Also ich meine, klar ist es rhythmisch, aber dieses dam 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 dam. Habe ich immer so das Gefühl, wenn ein neuen Stein anfängt, dann kommt erstmal ein dam 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 dam. Also ein dam. Ah, das ist das Aufnehmen eigentlich. Naja gut, das ist ja natürlich auch eine Möglichkeit. So, auf jeden Fall habe ich jetzt halt dieses Mindtest ein bisschen dazu benutzt, um mal wieder so ein paar Themen anzusprechen. Eigentlich ist es gar nicht so schlecht, das Mindtest einfach dazu ein bisschen zu missbrauchen, um euch zu erzählen, was gerade akut los ist. Damit ihr auch Bescheid wisst und nicht so in Panik verfallt. Also nicht, dass ihr in Panik verfallen würdet, weil bei mir muss man nicht in Panik verfallen. Ich bin jetzt definitiv niemand, der irgendwie wichtig wäre. Was ich übrigens ganz angenehm finde. Also diese weltweite Berühmtheit, das brauche ich alles nicht.
Genau. Nee, das ist alles nicht nötig. Ich bin ganz froh mit meinem kleinen privaten Leben. Und nutze das eben hier, wie gesagt, diese Plattform eigentlich nur dafür, um mich wieder zum Spiele spielen zu motivieren.